Yo Leute und willkommen zurück zu A Link Between Worlds. Wir sind hier im Eis, in der Eisruine, erstmal Deutsch lernen. Wir sind in der Eisruine stehen geblieben. So, ich wollte erst Eispalast sagen und dann bin ich ins Wort Spaghetti Dings gekommen. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Auf jeden Fall. Ja, Eisruinen-Hype und ich hasse diesen Weg hier einfach noch. Ich kann nicht gleichzeitig reden und mich langsam bewegen. Das ist unfair. Spiel. Sagen wir für Let's Player ausgelegt. Oder so. Oder allgemein für Let's Player, die nicht multitaskingfähig sind. Oder allgemein nicht für Leute, die nicht multitaskingfähig sind. Weil, keine Ahnung. Vielleicht sitzt man nebenbei beim Kacken oder so. Das war jetzt ein ziemlich schlechter Vergleich, weil... Nein, das mache ich nicht. Oder so. Ja, darüber kommen wir scheinbar nicht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nochmal hier längs fahren, also nach, fahren alleine, nach unten gehen, so. Und hier mal weiterfahren und nicht da hinten runterschmeißen, wo die Kiste war. Weil wir können hier ja noch nach rechts. Und dann können wir nach oben. Dann können wir weiter nach oben, wenn die Plattform mich lässt. Ich kann da nicht mal an die Wand dran gehen. Wow. Ja, nach links würde mich nur wieder zurückbringen, das will ich ja nicht, deswegen gehen wir mal hier längs und ernsthaft. Das ist wieder so Classic Zelda, ne? Einfach sinnlosen Move bringen. So. Einmal über die Wand laufen. Schalter aktivieren. Und wir können weiter nach oben. Was haben wir denn hier? Ein paar Rubine. Okay. Oh Gott, nein. Wow. Hauptsache mit ausgestrecktem Schwert eingefroren werden. Okay, wir brauchen nur 4 Schläge für die. Das ist immerhin ein gutes Zeichen. So, Schalter. Tür geht auf. Und ja, der Typ ist tot. So. Na, was passiert jetzt? Fährt die Plattform noch weiter runter? Das war ein Witz. Aber okay, jetzt fährt sie nicht nur weiter runter, sondern sie verschwindet ganz. Und noch eine große Kiste. Was haben wir denn jetzt da? Wir werden es aber mal herausfinden, würde ich sagen. Du hast die Ausdauerschriftrolle erhalten. Dein Ausdauerbalken wird länger. Oh, okay. Okay. Aber ich behaupte mal, das hat keinen sinnvollen Nutzen mehr, weil man sollte das Spiel auch mit der normalen Ausdauerzeit soweit geschafft haben. Aber ja. Gut. Was machen wir jetzt? Ich denke mal, erstmal hier runtergehen und. Ja. Ich sehe gerade, wenn wir da oben sind, kann man noch nach rechts. Achso, ja, never mind. Wir können hier noch an der Wand längs. Denke ich. Das Plot Twist drauf. Dafür brauchen wir die längere Ausdauerzeile. Sieht nämlich schon fast so aus. Ja, ich würde behaupten, dafür hat man die längere Ausdauerzeile gebraucht. Hier haben wir einen kleinen Schlüssel. Eine kleine Kiste mit 100 Rubine. So, das wollte ich sagen. Und wir gehen einfach mal weiter. Oder auch nicht. Alter, das war nur für die 100 Rubine. Kann ja nicht irgendwie runterspringen oder so, nein. Ach, Spiel. Mach's eigentlich schwieriger, als es sowieso schon ist. So. Ich hasse diese Dinger langsam. Und mit langsam meine ich, ich hasse sie sowieso. Okay. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Wo können wir jetzt eventuell eigentlich noch längs? Wir haben da einen Schlüssel, also eine geschlossene Tür. Kommen wir zum Beispiel jetzt nicht rein. Da haben wir da noch einen anderen Kundenraum. Da ist die Boss-Tür, scheinbar. Und noch eine Kiste. Aber bei den meisten Sachen kommen wir nur von der rechten Seite aus hin. Das heißt, ich behaupte mal, wir müssen da, wo wir jetzt sind, rechts in den Raum erstmal reinkommen.
Ist nur die Frage, wie machen wir das? So, erstmal mal würde ich jetzt nochmal runterfahren und hier nach oben laufen. Ich glaube, hier ging es irgendwie nach oben, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Der Dungeon ist komisch. Irgendwie. Ja. Yeah. Wir sterben, wenn wir runterfallen, oder? Ja. Es war ja ein Versuch wert. Also. Ja, auf jeden Fall von hier aus kommen wir nicht nach oben. So viel ist für sicher. Wenn man kurz überlegt, ob man auf die Eisplattform sollte oder einfach weiterfahren, ja. Von der Eisplattform aus komme ich nirgendwo mehr hin, wo ich noch nicht war, deswegen. Ja, fahren wir einmal. Fahren wir, genau. Gehen wir aber hier links. Ja gut, da oben haben wir jetzt nur eine Fackel, die man anzünden könnte. Und hier rechts ist eine Tür, auf die nicht. Ach. Es ist gerade echt ätzend. Ah, warte. Nee, doch nicht. Ha. Wie macht man das jetzt am dümmsten? Warte mal, können wir von da oben aus nach rechts irgendwie weiter? Nee. Man kommt ja nicht an die Wand dran. Ha. Ich muss gerade selber mal gucken. Als ob das ja. Ich muss gerade selber mal gucken, wo wir jetzt genau hin müssen, weil ich habe gerade echt keinen Plan. Aber gut, die werden es wohl irgendwie schon hinbekommen. Oder wir sollten einfach mal, ja, nach oben gehen. Das ist halt das Lustige. Ich weiß nämlich nicht, wie man oben kommt, weil wir ja runtergesprungen sind. Deswegen, ich muss ja schon fast irgendwie hier längs, dann hier rein. Und hier mit der Plattform irgendwie ein Stück nach oben fahren. Ah, okay. Ja, never mind. Von hier aus können wir weiter nach rechts. Wir müssen nämlich jetzt hier runterfallen lassen. Ändert aber nichts daran, dass wir die Türme noch nicht öffnen können. Ja, wir können jetzt mal hier runterfallen lassen, genau. Ja, jetzt sind wir ja auch da unterhalb der Kiste. Okay. Na gut. Also diese Eisschädel sind echt nervige Gegner. Okay, scheinbar sind wir jetzt beim Mini-Boss-Raum angekommen und fuck, das sind diese Pinguin-Gegner, ne? Ich hasse sie. Ich einfach zurückgeprallt werde, wenn ich ihn angreife. So, da haben wir wenigstens den Porter. Das heißt, wir können nach links und nach rechts. Ich will ja mal links gucken. Ich will doch erstmal rechts gucken. Nee, das tue ich mir nicht an. Der erwacht aus dem Leben, ich sehe das schon. So. Ha. Das ist einfach. Manchmal sind diese Items, ne? Ah. Aua. Ne, also hier können wir scheinbar nichts weitermachen. Erstmal. Das heißt für mich, dass ich über diesen scheiß Eisfahrt muss. Ich darf hier nicht mal meinen Eisstab benutzen, weil ich sonst die Eisflächen schmelze. Wie soll man da rüberkommen? Macht der Schaden auf euch? Hat super funktioniert, Zack. Oh Gott, und dann zerbrechen sie auch noch. Wisst ihr was? Dadurch, dass sie ja scheinbar eh neu spawnen. Na toll. Ich werde jetzt wohl ein paar Mal sterben. Oder kann ich die Bomben hier benutzen?
Er ist tot. Ich bin zwar auch mal wieder runtergefallen, aber er ist tot. Okay, gut. Das war ein bisschen zu schnell darüber, aber wie sollte man das denn machen? Ah, okay, jetzt können wir da rechts weiter, aber... Jetzt mal ernsthaft, wie sollte man das machen? Wie hat Nintendo sich das gedacht? Man kommt doch gar nicht rüber. Man wird doch weggebounced. Ja gut, hier komme ich nämlich jetzt weiter runter. Will ich aber noch nicht. Denn jetzt können wir nämlich hier längs. Das heißt nämlich für mich, dass ich erst einmal die Gegner loswerden möchte. Und dann will ich da oben die Fackel aktivieren. So. Ich hätte schwören können, dass der zum Leben erweckt wird. Okay, jetzt habe ich da irgendwo eine Tür geöffnet. Wir können hier einmal rüberlaufen. Okay. Aua. Ah ja, jetzt sind wir hier wieder beim Fahrstuhl. Okay, sehr gut. Ja, lass uns einmal runterfallen. Nehmen die Kiste mit. Und ein kleiner Schlüssel, sehr schön. Weil jetzt können wir nämlich oben weiter. Lalalala. Und noch ein Schalter. Oh mein Gott, so gut. Es ergibt das auch Sinn, warum die runtergeklappt waren. Fahrstuhl. Bring mich nach oben. Gott, das war irgendwie doch schon irgendwie eine gute Idee von mir, den Dungeon 2 Parts zu skippen, weil ihr seht selber, ich bin immer noch in den Dungeon. Ich meine, okay, wir sind jetzt bei 12 Minuten, aber ja, ne? Bevor ich da weitergehe. So eine kleine Heilung kann ich einfach mal mitnehmen, ne? Bevor wir doch noch unsere Feen brauchen. So. Runterfallen lassen, sieht so aus. Ja. Warum versuche ich es eigentlich von oben? Warum gehe ich hier einfach runter und mache es da? Oh, ein Windzug. Ja, dann gehen wir einfach mal rein und gucken, wo es uns hinbringt. So die Typen mit der Zunge, okay. Das heißt, die Plattform fährt nach unten. Und wir können es da jetzt runterfallen lassen. Ich wusste doch, dass das Ding irgendwann mal zum Leben erweckt wird. Wow, ernsthaft, die Bombe macht keinen Schaden drauf. Ich weiß, ich habe mich eigentlich noch verdrückt, aber, ne? Ja. Ja, ich weiß halt noch, dass ich das Let's Play an dem Punkt nämlich nicht mehr weitergeguckt habe, weil ich dann halt selber mit meinen angefangen habe. Deswegen kenne ich mich hier halt nicht allzu gut aus. Lalala, ach Gott. Ich meine, was soll der Scheiß? Okay, gut. Irgendwie haben wir es rüber geschafft. Wie soll man jetzt darauf die Flamme bekommen? Ich verstehe das Spiel nicht mehr. Habe ich irgendwie... Oh, okay. Doch, es funktioniert so. Nevermind. Ich wollte sagen, habe ich irgendwas was übersehen? Habe ich das Spiel irgendwo nicht verstanden? Aber gut. Das heißt, wir gehen einmal hier längs, ziehen die Zunge. Sehen, dass die Plattform sich wieder bewegt und sich genau hier zwischensetzt. Okay, cool. Das heißt, wir laufen einmal hier rauf. Aktivieren noch den Schalter, weil warum nicht? Damit sich das da aktiviert. Wozu auch immer das jetzt noch gut ist, weil wir haben hier die Boss-Tür. Ich meine... Ich guck einmal kurz, ob hier noch irgendwo was ist, aber sollte doch eigentlich nicht, nee. Hier war nur dieser Weg, der nicht fertig war. Okay, cool. Wozu war das jetzt? Na gut. Ah ja, genau, falls ich den Boss-Schlüssel wohl noch holen muss oder so. Was komisch wäre, aber ja. Okay, und wir gehen tatsächlich mit vollen Herzen rein. Ich will erstmal gucken, ob wir wirklich alles haben. Ja, wir haben Tatsache alles. Das heißt, auf zum Boss. Und wir werden sowas von sterben. Oh Gott, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ah doch, ich kenne dich. Wow, ernsthaft? Das ist doch dieser Boss aus Twilight Princess, nur... Bei Twilight Princess ist da die Yeti-Frau drinne.
Ah, okay. Und dass man halt in Twilight Princess den Morgenstern dafür benutzt hat. Okay, cool. Okay, was soll da war das? Oh, zweite Phase. Yay. Oh Gott, ich habe 6 Kristalle schon um sich rum. Ich weiß nicht, wie diese eine Dreieck-Konstellation mich nicht treffen konnte, aber Dankeschön. Oh Gott. Oh. Und er blinkt schon. Yay, aua. Gott, warum so schnell? Wow, ernsthaft noch ein Schlag? Aber okay. Ja, gut, das wäre der Boss dann soweit gewesen und somit auch der letzte. Ja, das Gute ist, wir haben den Dungeon geschafft. Das Schlechte ist, wir haben das letzte Herzteil nicht gefunden. Das heißt für mich, dass ich jetzt auf jeden Fall mal gucken muss, wo das letzte Herzteil ist, weil... Ja, ne? Ich weiß es halt gerade echt nicht, wo es noch sein könnte. Ich bin der Meinung, ich habe eigentlich alles mitgenommen, was ich weiß. Deswegen, ja, ja, ja. Obwohl, war ich rechts vom Wald mal? Ja, doch, 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 da war ich. Stimmt, aber ich muss trotzdem nochmal dahin, weil da war doch diese eine Höhle, wo ja nur mit den starken... Handschuhen da weiter konnten, da hatte ich die glaube ich noch nicht. Hey, das kann doch nicht. Bist du es, Zack? Hehe, jetzt ist es also raus. Ich bin einer der 7 Weisen. Was denn? Du bist überrascht? Jedenfalls siehst du so aus, als wären alle versammelt. Dann lass uns das Triforce des Mutes überreichen. Damit hast du nun die Kraft, Yuga zu besiegen. Wenn es jemand schaffen kann, Hyrule zu retten, dann du, kein Zweifel. Also los, nimm es an dich. Was zum Fick macht die Sora? Ja. Okay. Cool, warum heben die jetzt ab? Ah, okay, die bilden eine Treppe zum Triforce. Ich verstehe schon, ich muss die Treppe hochlaufen. Die Menschen können stolz darauf sein, einen Helden wie dich unter sich zu haben. Ich hoffe, dass du auch endlich... Dass nun auch endlich die Missgünstigen meiner Untertanen das erkennen. Du hast dich als wahrer Held bewiesen. Ich bin stolz auf dich. Unsere Kraft soll dir gehören. Rette Hyrule, rette die Prinzessin. Es ist immer die Prinzessin, nie die Königin. Es gibt keine Königin, ich verstehe schon. Zack, bitte, komm heil wieder zurück. Das ist dein einzige Bitte? Okay, cool. Du bist also der Held. Es ist mir etwas peinlich, dass ich angenommen hätte, ich wäre es. Ja, Idiot. O Götter von Hyrule, steht unseren Helden Zack bei. Du hast es geschafft, Zack. Jetzt kann dich mein Vater keine Schlafmütze mehr nennen. Naja, vielleicht doch. Kannst froh sein, dass ich mein Schwert nicht benutzen darf. Du hast das Triforce des Mutes erhalten und damit ein Herzteil. Nein, Spaß. Okay, das wäre es jetzt gewesen. Zack, Held von Hyrule. In dir ruht die Kraft der Götter. Du hast die Macht, Yugas finstere Pläne aufzuhalten.
Begib dich nun in die andere Welt und suche Schloss Lowrul auf. Du hältst unser aller Schicksal in deinen Händen. Ich werde für dich und Prinzessin Zelda beten, auf dass ihr unversehrt zu uns zurückkehren möget. Ja. Aber bevor wir zum Schloss Lowrul gehen oder sonst irgendetwas tun, würde ich sagen, im nächsten Part werden Mai Mais und das letzte Herzteil gesucht. Also erstmal das letzte Herzteil, dann die Mai Mais. Vielleicht werden wir zwei Parts dafür brauchen, wir werden sehen. Ich hoffe, ich kann das alles in einen Part quetschen und eventuell schneide ich den nächsten Part auch. Dann wird es zwar kein 60 FPS und so haben, aber wegen meinem Schneideprogramm halt. Aber ja, das ist dann halt so. Und ja, dann werden wir wohl in den nächsten, also in der nächsten, übernächsten Woche, für mich übernächste, für euch nächste Woche, wohl das Ende entgegentreten. Obwohl, warte mal. Nee, doch, nächste Woche. Übernächste Woche für euch, nächste Woche. Nee, nächste Woche für euch, übernächste Woche für mich. Und egal, vergesst das, Leute, ich laber gerade Schwachsinn. Wenn es euch gefallen hat, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, Leute, und ciao.